Der deutsche Aktienindex DAX startet mit einem neuen Schwung in die neue Börsenwoche. Wird sich da der eine oder andere am ersten Advent mal Gedanken gemacht haben und den Entschluss gefasst haben, in deutsche Aktien einzusteigen und diese jetzt nach oben treiben? Dazu muss es doch einen konkreten Anlass geben und diese Anlässe gibt es durchaus. Nicht nur, dass der Nikkei 225 Index in Japan heute um 1,6% geklettert war auf 8.287 Punkte und dort Rückenwind verlieh, sondern es gibt Spekulationen. Und da ist doch äußerst interessant, wie aufmerksam die Börsianer Zeitung lesen. Denn laut der italienischen Zeitung La Stampa soll der Währungsfonds ein Hilfspaket für Italien im Volumen von bis zu 600 Milliarden Euro prüfen. Allerdings wurde dieses jetzt schon von einem Regierungssprecher bzw. von einem Sprecher des Währungsfonds, so ist es richtig, dementiert und gesagt, Gespräche über ein Finanzierungsprogramm mit den italienischen Behörden gebe es nicht. Dennoch liegt der deutsche Aktienindex mit 151 Punkten oder 2,8% im Plus, steigt auf 5.645 Zähler. Das ist doch schon mal etwas. Zum Start dieser Börsenwoche gestützt wird dies zusätzlich durch die Finanzwerte. Denn die Commerzbank hat nun erste Lösungen parat, wie man den Kapitalbedarf decken will. So will man hier mit einem Tausch von Hybridanleihen in Aktien die Weichen für eine Kapitalstärkung stellen. Das zieht auch den Kurs der Commerzbank um 4,5% nach oben auf 1,31 Euro. Auch die anderen Finanztitel deutlich im Plus. Deutsche Bank klettert aktuell 4,5% auf 25,92 und auch die Allianz 3,75% im Plus bei 68,26 Euro. Und das ist durchaus nach dem Geschmack der Derivateanleger, denn einige sind drin in den Call-Optionsschein auf Allianz und Deutsche Bank und diese Positionen werden aktuell auch noch gehalten. Die MAN-Aktie ist allerdings stärkster Gewinner. 6,1% geht es nach oben auf 59,40 Euro. Denn hier gibt es eine interessante Geschichte. Die gesamten Anteile an Ferrostal werden nämlich jetzt zurückgekauft und unmittelbar danach soll die Hamburger Beteiligungsfirma MPC das ganze Paket komplett übernehmen. Das treibt den Kurs von MAN nach oben und das ist auch nach dem Geschmack der Derivateanleger, die auch Call-Optionsscheine auf MAN halten.